Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Dienstag, den 24. Juli 2019 und der DAX startete sehr gemütlich, sehr abwartend in die neue Woche und diese abwartende Haltung könnte uns auch heute noch begleiten, denn die wichtigen und starken Impulsgeber starten erst zum Morgen richtig durch mit den großen Berichten aus den USA, aus dem Volk am Donnerstag, der IFO-Index, die EZB-Ratssitzung, kann Draghi nochmal groß Geschenke verteilen und Freitag dann auch noch das Bruttoinlandsprodukt der USA für das zweite Quartal wird mit Spannung erwartet. Heute folgen zwei erste Quartalsberichte, unter anderem Software AG, Coca-Cola, aber wie gesagt, die großen Namen, die folgen dann ab morgen, Deutsche Bank, Daimler, Facebook, da geht es dann so richtig los. Also heute noch vielleicht noch mal ein abwartender Tag, obwohl der Future relativ mutig ist, aber es steht noch im ersten Widerstand. Es könnte eben sein, dass man doch in der Spanne dann verweilen. Blicken wir auf den DAX-Wochenchart. Hier haben wir den aktuellen DAX-Wochenchart, weiterhin ist die Kai-Formation zu erkennen. Die erste Spanne sollte zwischen SM100 und dem Retracement sein. Sehr gut zu erkennen, unsere Wochenkerze, die haben wir genau ausgebildet, diese Spanne. SM100 bei 12.225, knapp Retracement und horizontaler Symbol. Widerstand bei 12.330 und 360 heute. Das ist die erste relevante Spanne. Der Future wäre bereits oben, aber abwarten, ob der Xetra DAX eben genauso weit oben starten möchte. Oberhalb 330, 360 wäre dann eine Range Richtung 12.400 und 460 möglich. Darüber wäre sogar wieder Kraft ins Gap zu laufen. Bei 477 bis 508 wäre dies offen, aber das wäre für heute wahrscheinlich arg viel. Erstmal steht die Zone 330, 360 zum Xetra-Start im Fokus. Darüber 400 und 460 möglich. Fallen wir unter den SM100 bei 12.225 zurück, wäre die 188 zu nennen. Und dann eben, wie bereits schon mal thematisiert zum Wochenausblick, diese übergeordnete Supportzone, wo in dieser Woche wirklich mehrere Unterstützung zusammenlaufen. Der Abwärtstrend, die Kai-Unterkante, so mit der Jahresaufwärtstrend und auch das mittlere Bollinger-Band so grau läuft genau hier hinein und bildet um 12.100 wirklich einen übergeordneten Support. Diese Zone muss auf Wochenschlussbasis dringend verteidigt werden. Fallen wir unten durch auf Wochenschlussbasis, haben wir ein größeres Verkaufssignal aktiv und die 11.940, 11.850 wäre nur eine erste kleine Zwischenmarke, die wir direkt ansteuern würden. Also erste Zone haben wir sehr gut ausgebildet, erste Spanne zwischen SM100, 12.225, 330, 360. Gehen wir über die 360 zum Xetra-Start, dann wäre die 400 und die 460 heute möglich. Skip würde er wahrscheinlich nicht laufen. Unterhalb der 225, wie erwähnt, die Eintrübung Richtung, Richtung 188 und dann 12.100 der ganz wichtigen Supportzone. Blicken wir zum DAX-Tageschart. Hier können wir auch die Spanne gut erkennen. Die Verbindungslinie zweimal hintereinander abgebreitet. Nur die Frage, wie kommen wir hinein? Oberkante verläuft bei knapp 360, hier ist das Dresden bei 330, dann die 360, die horizontale Unterstützung. Wird dann wirklich oberhalb reinkommen, falls wirklich der Füßestart sich bestätigt, dann würden wir in diese Zone hier reinwandern, Richtung mittleres Bollinger Band, da hätten wir 330, 360, Richtung 400 und 408 aktiv. Darüber wären Anschlusskäufe 430, 460 noch möglich, dann wäre die SKS schon fast zerstört. Unterhalb der 400 lebt sie hingegen weiter. Das Gap hier oben, 477 Richtung 508, wäre dann ein übergeordnetes Ziel, um den Druck für die Bullen herauszunehmen. Wäre für heute natürlich etwas zu viel und nicht zu erwarten. Unterhalb der 330, 360 bleiben wir gegen in dieser Spanne Richtung 260, 225, 188. Erste Range wäre dann eher 360, 330 Richtung 260. Unterhalb der 188 geht es hingegen Richtung 12.100, 12.130. Also ist die Frage, ob man nun oberhalb 360 reinkommt oder nicht. Oberhalb hätte man diese Range hier erstmal aktiv Richtung 400, 408. Möglichkeit so 430, 460 noch zu marschieren. Dürfte es bereits Schleifspuren geben. Also Range, positive Range mit starken Xetra-Start, falls dieser gelingt. Obwohl es wieder einige Gewinnwarnungen gab. Gestern gab es
Continental kam noch rein. Es gab Jungheinrich, Dürr und Glöckner, also viele Zulieferer auch für die verarbeitende Industrie. Das ist schon ein böses Warnsignal eigentlich für speziell auch die Autoindustrie. Also mehrere Gewinne. Es gibt fast keinen Tag, wo es keine Gewinnwarnungen gibt. Das dürfte mit Spannung erwartet werden. Das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland, das zweite Quartal, das könnte wirklich fest sogar mit negativen Vorzeichen enden. Das ist auch ein Grund, warum wir so eine negative Divergenz zum US-Markt haben. Aber gut, wir schauen trotzdem jetzt auf die Charttechnik. Und da zeige ich euch gerne nochmal genau die Stundenchart. Hier könnt ihr die SKS noch erkennen. Und ihr könnt auch unsere erste Range erkennen. Hier ist die 360 hier oben mit Kanalunterkante. Diese horizontale Begrenzungslinie, das ist eben die wichtige Zone für heute. Kommen wir oberhalb rein, dann würden wir eben hier raussteigen und die Bullen hätten Kraft, sich etwas freizuschaufen. Dann wäre die 400 möglich Richtung 430 und eben die 460 wären dann möglich, dass wir uns dann hier ein aufhalten, erst hier und dann vielleicht, wenn wir uns stabilisieren, dass wir sogar noch etwas höher Richtung 460 laufen, dass wir in diese Zone dann wieder hereinkommen, falls wir dann wirklich oberhalb der 360, oberhalb dieser Zone in den Tag kommen, ist diese hier aktiv. Bleiben hier hingegen unterhalb. Macht der Future Plus ein bisschen wie ein Spielchen und der Cetra DAX kommt doch wieder vorsichtig herein. Gut möglich. Dann ist dies erstmal unsere Zone 360, 330, 260 wäre dann unsere erste Spanne. Unterhalb des 260 geht es hingegen Richtung 225, 188. Darunter geht es dann, wie erwähnt, zu den übergeordneten Support, wo auch die Unterkante des Trendkanals verläuft, um 2100. Also der Start wird erstmal wichtig und vielleicht ein Start mit Bewegung und danach wieder die abwartende Haltung einzunehmen. Also unterhalb der 360, dieses Feld aktiv 330, 260 mit Option Richtung 225 zu laufen. Kommen wir oberhalb rein, ne? Dann ist das erstmal ein Warnsignal, müsste man jetzt vielleicht nicht gleich Short einsteigen. Intraday sollte man dies abwarten, dann wäre 360, 400, 430, 460 aktiv. 400 bereits im mittleren Bollinger Band könnte zu Bremsspuren führen. Nun gut, wir werden sehen, wie der Cetra DAX hereinkommt. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Start in den Tag. Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören. Ciao.